sind wir wieder. Aus Oslo, hinter uns der Fjord, wunderschön, und die Stadt. Und ja, es ist immer noch hell. Es ist wahnsinnig lange hell hier im Sommer. Der Holmenkollen ist da vorne. Da sieht man, von hier aus sehen wir die Sprungschanze von Oslo, den Holmenkollen. You go to the Holmenkollen in winter and watch the ski jump contest? Oh, I go there and jump myself. No, you're joking. You jump now. Joking. You're joking, definitely. I wish though. But you are performing on Saturday night at the Eurovision show. I am. In the beginning? Yes, I think there's a thing before the actual competition and a thing after. Okay. So I'll be singing before and after her. Okay. So that's a great honor for you? It is, of course. Who else is performing? That's a good question. Yeah, Alexander Rybak? I think he's performing too, huh? Yeah, and okay. Javier Naidu? Is that how you say it? Who? Xavier Naidu? Yes, that's Xavier what I was trying to say. Xavier I think he's Naidu? Playing too. Yeah. Who? I think he's playing too. Ah, in Hamburg. Ja, natürlich. Yeah. Nicht hier in Oslo. Oh, it's not here. Ich war gerade etwas von, no, it's not here it's in actually Oslo. In Hamburg. Der ist der Eurovision Show, muss das nochmal erklären. It's in ich war etwas verwirrt gerade. Mein Fehler. No Schneiden wir raus, geht aber nicht, wir sind ja live. So, also, es findet ja vor dem Beginn des Eurovision-Finales noch eine Sendung statt aus Hamburg. Matthias Optenhövel und Sabine Heinrich werden von der Reeperbahn vor Hunderttausenden von Leuten Open Air eine Show veranstalten, die bis zum Beginn des Finales und danach stattfindet. Und Marit Larsen wird dort in Hamburg auftreten. So you're going to Hamburg tomorrow? I am. Ah, yeah. Now it makes sense. Und in Hamburg werden natürlich auch noch Xavier Naidu und viele andere auftreten. So you are the number one pop export at the moment from Norway? Well, I would guess that besides, Alexander Rybak uh-huh. is also... Aha. And yes. Alexander, you know the Aha guys? Yes, I do. Yeah. Uh-huh. Yeah. They've been on my show too. They have? Yes. Very recently? Nice. Recently? With, I guess when... Monate? 4 Jahre? Her? 4 Jahrzehnte her? Ich weiß es nicht mehr genau. They're having a huge tour now with like their farewell tour. Because they had a comeback and then they're having a farewell tour. Oh, okay. So I just saw that actually in New York City, which was... fun. Where else are you playing? Are you performing only in Europe at the moment, or have you been overseas? You know, I've actually just spent some time in the U.S. Trying to see what can happen there, but on a very low level. So you played small clubs? And I bring my guitar along, play at radio stations, basically what I did this time last year in Germany. So we'll see what happens. Ja, das geht nicht so einfach. Man muss auch die Ochsentour, wie wir Musiker sagen, machen, um berühmt zu werden in anderen Ländern. Also in Amerika war sie auch unterwegs und hat dort in kleinen Clubs gespielt, um dort langsam aber sicher bekannt zu werden. Jetzt wird's aber langsam kalt. You was it your idea to have this show outside? It was, no. It was not my idea. It was Lena's idea, but she had no, the jacket before. It. And she has all the blankets now. Yeah. So let's go in, I think. Yes, it's better. Let's go inside. So, and because we are waiting for some other guests. Wir warten auf ein paar andere Gäste noch. So komm mit mir. Yeah, you do. Yeah. Eine links, eine rechts. Oh. Wie im Musikantenstadel. So. Wann fang denn endlich Musi an, damit ich mit dir schmusen kann? Mit Marianne, wie schön. Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr gekommen seid. Nice. Ja, gute Reise nach Deutschland. Dann Samstag sehen wir dich dann aus Deutschland von der Reeperbahn. Und wir sehen uns morgen wieder. Ja? Ja. Lena und Marit Larsen, meine Damen und Herren.